auf für Englands schönsten Wimpernaufschlag, der Cheryl Cole Look. Präsentiert von Duigu und kreiert von Anakin. Als erstes starten wir mit einer guten Feuchtigkeitspflege. Das ist die beste Basis für die Grundierung. Anakin massiert das Fluid schön ein. Das fühlt sich nicht nur fantastisch an, sondern macht auch einen frischen Teint. Denn die Massage stimuliert die Durchblutung der Haut. Auch die Lippen müssen gepflegt werden. Wir tragen den Balsam aus hygienischen Gründen mit einem Q-Tip auf. Den kannst du natürlich weglassen und die Finger benutzen. Presse am Ende nochmal die Lippen aufeinander. Genau. Jetzt wird kaschiert. Nicht bis zum Umfallen, aber bis zum sieht man nichts mehr. Wir nehmen dazu einen Concealer und einen Pinsel. Damit decken wir alles ab, was unregelmäßig aussieht. Also erst die Augenringe, dann Rötungen und natürlich auch alle Unreinheiten. Wichtig ist beim Abdecken, dass du die Farbe gut mit dem Concealer-Pinsel einarbeitest für ein optimales und ebenmäßiges Ergebnis. Anakin hilft auch immer noch mal mit den Fingern nach. Das darfst du natürlich auch. Und peu à peu wird Duigu's Teint immer schöner und klarer. Und wenn gleich die Grundierung und danach noch der Puder drüber kommt, wird die Haut so rein aussehen wie ein Babypopo. Mit Babypuder. Und da ist sie, die Grundierung. Wir nehmen eine mittelstark bis stark deckende Foundation und tragen sie mit einem Pinsel auf. Nimm dir etwas Zeit für diesen Schritt. Für eine gute Make-up-Grundlage ist es super wichtig, dass du das Fluid gründlich in die Haut einarbeitest. Den einzelnen Unreinheiten wird mit Anakin eine Extraportion Aufmerksamkeit und Grundierung. Kitzelt sicher ein bisschen, muss aber sein. Auch die Nase wird rundherum grundiert. Nun noch das Kinn und gleich hat Duigu den größten Pinselpart schon überstanden. Zu einer guten Grundierung gehören aber nun noch die Lider. Dafür etwas Foundation mit dem Pinsel aufs Lid geben und dann schön langsam und vorsichtig mit den Fingern einarbeiten. Jetzt machen wir die Grundierung mit Puder und Pinsel fix und fertig. Also fixieren unser Werk. Wenn man das Make-up mal wie ein Gemälde betrachtet, ist das unsere vorbereitete Leinwand, die jetzt noch getrocknet wird. Auf einem feuchten, unregelmäßigen Untergrund lassen sich die Farben nicht gut auftragen und verschmieren leicht. So auch hier. Das Puder trocknet und fixiert sowohl den Concealer als auch die Foundation. Erst dann bekommt Duigu Farbe. Wir starten mit einem hellen, schimmernden Ton fürs Oberlid. Er wird bis hoch zu den Brauen aufgetragen und sollte etwas heller sein als deine Haut. Weiter geht's mit einem warmen Braunton. Wir tragen ihn natürlich mit einem Pinsel und hauchzart auf dem beweglichen Lid auf. Es soll ja nur leicht schattiert werden. Die Linie am Unterlid entlang betonst du auch mit dem braunen Lidschatten. Wir bleiben bei Braun, werden aber kühler. Mit diesem Ton schattierst du nun den oberen Wimpernkranz. Trag ihn großzügig auf und schattiere den Lidschatten weich aus. Beim Auftragen von mehreren Tönen achte immer auf saubere Pinsel. Der untere Wimpernkranz wird auch betont, außen allerdings stärker als innen. Brauner geht's nicht. Mit diesem super dunklen Braun oder Schwarzbraun schattierst du nun den äußeren Wimpernkranz. Und das ordentlich. Anakin geht immer wieder über die Linie. Das sorgt für ein besonders intensives Farbvergnügen. Pass auf, dass du nicht das ganze Oberlid damit betonst, sondern eben nur die Linie am Wimpernkranz. Und zwar auch hier nach außen stärker als nach innen. Und dieser Ton kommt ebenfalls auf den unteren Wimpernkranz, aber nur außen. Mit einem frischen, sauberen Pinsel verblenden wir jetzt die Lidschattentöne schön miteinander. Und, wie immer, dasselbe auch auf der anderen Seite. Cheryl ohne ihre Wimper.
Wimpern wäre ungefähr das gleiche wie J.Lo mit flachem Hintern. Undenkbar. Also bekommt Duigu einen großen Wimpernfächer direkt auf den oberen Wimpernkranz. Anakin rückt den Bogen mit den Fingern zurecht. Du kannst ihn aber auch mit einer Pinzette positionieren. Denk beim Anbringen der Klimperwimpern daran, den Kleber kurz antrocknen zu lassen, bevor du sie vorsichtig anklebst. Na, tusch das! Die frisch geklebten Wimpern tuschst du nun in sattem Schwarz. So kaschierst du die Klebestellen und fixierst die Fake Lashes. Mascara macht sich obenrum immer gut. Unten aber auch. Das Finish macht die Wimpernbürste. Sie trennt Härchen und vermeidet so Fliegenbeine. Punkt, Punkt, Komma, Lidstrich. Den brauchen wir jetzt, um die Wimpern noch fülliger erscheinen zu lassen. Und außerdem kaschiert er den extra Wimpernbogen. Zieh den Strich mit einem Pinsel aber nur ganz leicht über die oberen Wimpern hinaus. Und wie immer schön symmetrisch arbeiten. Trag nun schwarzen Kajal auf die Tränenlinie auf. Das weckt die Katze in dir und deinen Augen. Und für den Catlook kommt er auch bis in die Augenwinkel. Als nächstes bürstest du deine Brauen, um sie danach schön zu betonen. Und zwar mit einem Augenbrauenstift. Damit korrigierst du die Brauenform und verstärkst die Dichte der Haare. Jetzt wird das Model modelliert, und zwar mit Bronzer. Der wird auch Einlegerouge genannt und kommt auf die Schläfen und Wangenknochen. Er lässt die Gesichtszüge definierter aussehen. Cheryl benutzt gern und viel davon. Es fehlt, na klar, das Rouge. Wir nehmen einen aprikofarbenen Ton. Der verleiht Frische und zaubert dir im Pinselumdrehen die schönsten Apfelbäckchen. Du kannst ihn bei Bedarf auch schon mal mit den Fingern einarbeiten. Zeit für die Lippen. Cheryl hat zwei Lieblings-Lipstyles und wir zeigen sie dir beide. Nummer 1 ist die Nude-Variante. Trag die Farbe mit einem Lippenpinsel auf. Wir starten mit der Unterlippe und schminken dann die Oberlippe. Du darfst auch mit den Fingern nachhelfen. Zack und das war's schon. Der Cheryl Cole-Look mit Nude-Lippen. Wow-Augen und ein Mund zum Verknutschen. Stopp, wir sind ja noch nicht fertig. Rote Lippen soll man doch auch knutschen. Küssen. Jetzt kommt die Femme Fatale-Variante mit knallrotem Lippenstift. Trag ihn mit einem Pinsel auf und so präzise wie möglich. Einen Liner brauchst du auch hier nicht. Und weil die Farbe so gefährlich ist, hilft bei dieser Variante nicht mit den Fingern nach. Sonst machst du aus dem Knutschmund am Ende noch eine Clownsschnute. Und die ist nun wirklich alles andere als sexy. Fast last but not least noch ein bisschen Gloss, das Moss. Transparent oder rot, egal. Hauptsache, du trägst es nicht bis zum Rand auf. Sonst ist die Schmierenkomödie vorprogrammiert. Also dickes Don't. Und jetzt fehlt noch der Nagellack. Hier einer von Oslo Airlines. Ulala, Bühne frei für den Wimpernaufschlag, der die Männer um den Verstand bringt. Der Cheryl Cole Look. Verboten sexy und mit den heißesten Lippen, seit es Cherries gibt. Zauber ihn nach in nur 30 Minuten und stay tuned für mehr Make-ups, Hairstyles und angesagte Promi-Looks auf Artiface.